Pumpen im Pumptrack ist es wichtig, dass er breit steht und das Gewicht in der Mitte des Brett ist. Und dann ist es eine Mischung zwischen in Knie gehen und Arme mitnehmen. Und immer oben auf dem Hügel ist man eher gestreckt und macht dann die Rückbewegung für das Päckchen zum Runtergehen. Und wenn ihr raufkommt, auf den nächsten Hügel dann wieder ausstrecken. Und so kann man dann Geschwindigkeit kriegen im Pumptrack.